Uiui, das wird eine Menge Dislikes kriegen. So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ihr seht schon wieder, sobald ich Nicole Bolas im Hintergrund habe und einen leichten Hall drin habe, ich bin in meinem Local Game Store. Wir dürfen nur keine Kunden haben. Und aktuell ist ein bisschen still, deshalb nutze ich die Chance und mache ein Video. Und so habe ich vor ein paar Tagen mit einem Kollegen darüber geredet, was man denn für Sprachen benutzt, weil ich kenne ganz viele Leute, die ganz viele Sprachen in ihren Magic-Karten benutzen. Und weil es neulich angesprochen wurde, Leute, diese Videos heißen nicht umsonst, Blacky erklärt seine Meinung. Blacky erklärt, ich zeige euch, wie ich Dinge sehe. Natürlich sind die kontrovers und ich suche ja auch mit Absicht kontroverse Themen raus, wie zum Beispiel Proxys oder Local Game Stores oder ähnliches, um darüber euch meine Meinung zu erzählen. Wenn ihr andere Meinung seid, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, aber erwartet nicht, dass ich meine Meinung dahingehend dann in dem Video ändere. Ich versuche eine möglichst neutrale Meinung zu machen, die eben Vorteile und Nachteile oder positive und negative Aspekte betrachtet. Wenn ich in manchen Dingen eine andere Sichtweise habe oder andere Erfahrungen wie ihr habt, teilt das in den Kommentaren mit. Erklärt mir, wie ihr das seht, wenn ihr was anders seht. Aber ansonsten kommen die Videos ja relativ gut an. Ich möchte das hierbei explizit nochmal sagen. Das ist meine Meinung. Die muss nicht richtig sein. Und es ist mir völlig egal, um welche Sprache es gleich gehen wird. Das muss ich als Disclaimer auf YouTube leider sagen. Ich finde das sehr traurig, dass ich das sagen muss. Es hat nichts mit der Sprache zu tun. Ich bin niemand, der sagt, die Sprache ist kacke. Würde ich auch niemals sagen. Und ich möchte auch niemanden angreifen, der diese Sprache benutzt von Karten. Aber meine Meinung zu dem Thema Sprache in den Magic-Karten ist sehr stark, sehr einnehmend und das ist meine Meinung. Ihr könnt andere haben, ihr könnt es anders sehen. Ich werde nicht nur meine Meinung negativ betrachten, sondern eben auch positiv. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr trotzdem viel Spaß bei dem Video habt und das wirklich als das seht, was es ist. Jemand, der sich hinstellt und sagt, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Das ist meine kleine bescheidene Meinung. Ihr könnt andere haben, aber ich gebe euch die Option, darüber nachzudenken. Es geht, wie ich jetzt auch schon mehrfach angedeutet habe und im Titel ja auch steht, um meine Meinung zu Magic-Karten und deren Sprache. Es gibt Magic-Karten in Englisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, was nicht alles. Es gibt zig Millionen Sprachen. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und es ist auch gut, dass Spieler aus verschiedenen Regionen verschiedene Arten von Karten erreichen können. Ich kenne Personen, die aus Stylegründen nur voll Japanisch spielen. Das ist eine Art von Pimp, kann man so sagen, weil wenn ich hingehe und sage, hey, ich habe ein voll Japanisch, keine Ahnung, Show and Tell, dann ist das eine Ansage. Ich würde mich wundern, warum die Duels voll Japanisch sind, aber darum geht es nicht. Sondern es geht pur darum, dass das eben eine Art von Pimp sein kann, eine andere Sprache zu spielen, eine Foreign Language zu spielen. Ebenfalls ist es für ganz viele Leute tatsächlich eine Art von ja, Statement an ihre Nationalität. Nicht alle sind so eingeprägt wie die Deutschen, die ja, Schwierigkeiten haben, ihre Nationalität auszudrücken. Ich nenne es mal wirklich so. Und dafür auch sehr viel Hass entgegenbringen, weil sie manchmal ganz weit über die Stränge schlagen. Und ja, egal. Das ist ein ganz anderes Thema. Scheiß auf Politik. Wir bleiben hier bei unseren Sprachen von unseren Magic-Karten. Ein Kollege von mir, David, der Grüße an dich, ich hoffe, das ist jetzt alles richtig, was ich erzähle, hat ein voll italienisches, rot-weiß-grünes Human-Deck im Commander gespielt, weil er ist Italiener. Oder Halb-Italiener. Ist egal, er ist Italiener. Und damit hat er einfach einen rot-weiß-grün, wer erkennt die Fahne? Ein richtiges Theme-Deck darum gebaut und hat die Karten dann in eben dieser Sprache gespielt und auch damit bewusst eine Stilentscheidung getroffen und auch eine Entscheidung zur Sprache der Nationalität, die er gerade spielt. Ebenfalls kenne ich Leute, die eben aus Russland kommen, die dann auf einmal russische Karten spielen. Ich kenne Leute, die, ja, muss auch sagen, französische Karten spielen, weil sie zum Viertel irgendwie Franzosen sind. Auch vollkommen okay. Es gibt Gründe dafür, dass Leute eben andere Sprachen spielen. Ein weiterer Grund und ich glaube auch einer der weit verbreitetsten Gründe kann sein, dass bestimmte Karten günstiger sind. Wenn ihr euch anschaut, was ein Tabernakel kostet, in Englisch seid ihr,
ich glaube, bei 2000 Euro dabei. In Italienisch seid ihr aktueller Stand, ich glaube, 1200 Euro dabei. Das sind 800 Euro Unterschied dafür, dass ihr statt Englisch Französisch habt. Das ist 800 Euro Unterschied dafür, dass ihr statt Englisch Italienisch habt. Es liegt nicht nur an der Sprache, es ist auch die Auflage und so weiter und so fort. Aber es gibt es. Es ist eine Möglichkeit, eine Budget-Option davon zu spielen. Natürlich ist nicht jede Sprache und jede Karte in einer anderen Sprache günstiger, wie zum Beispiel in Deutsch oder Englisch. Aber der Trend geht schon dahin, gerade im Bereich Italienisch, Spanisch und so weiter und so fort. Da ist es oftmals so, dass die Karten wesentlich günstiger sind als Deutsch, Englisch oder andere Sprachen. Wenn wir jetzt im Deutschen bleiben, es gibt ja auch Leute, die ganz bewusst deutsche Karten spielen, die unbedingt ihre Vulkaninsel tappen wollen, um einen Gedankenwirbel zu spielen, statt ein Brainstorm. Eben um diese witzigen Namen rauszuhauen. Es gibt Karten wie den Küchenhutzel, die Kitchen Finks. Einer der beliebtesten Karten, was das angeht, die immer wieder genannt wird bei lustigen Namen. Wenn ihr lustige Namen kennt, übrigens könnt ihr die mal unten in die Kommentare schreiben. Ich suche sowas immer. Auch da habe ich Leute, die hauptsächlich sich darum kümmern, eben deutsche Karten zu bekommen, was vollkommen okay ist. Und auch dort hat es auf manchen Turnieren schon lustige Aspekte gegeben, wenn der Judge auf einmal eine komplett deutsche Deckliste bekommen hat und eben sehr verstört darüber war, dass er auf einmal deutsche Kartennamen gelesen hat. Das war schon ziemlich witzig. Und so hat es wirklich einen Vorteil, wenn man wirklich mit solchen Karten spielt. Man findet immer eine Begründung, warum man eine bestimmte Karte in einer bestimmten Sprache spielen will. Es gibt auch witzige Karten, die witzige Namen haben in Italienisch oder Ähnliches. Und dementsprechend manche Leute auch wirklich hingehen und nur bestimmte Karten in Italienisch, Französisch, Spanisch oder sonst was spielen. Anders ist es bei den asiatischen Karten. Da ist es meistens so, dass dann Leute komplett drauf stehen, das komplette Deck in Asiatisch zu haben. Und wir sind bei Magic ja in einer ganz guten Position, weil wir dürfen das. Es gibt andere Kartenspiele, die das nicht dürfen. Die dürfen nicht hingehen und sagen, hey, ich würde gerne die japanische Karte spielen. Nein, die sind auf Deutsch oder Englisch, meistens sogar europäische Prints limitiert. Wobei ich glaube, das mit den europäischen Prints ist mittlerweile bei den meisten raus. Die können mittlerweile auch amerikanische Prints haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass die dann wirklich auf ihre Sprachen gelockt sind, was sehr, sehr, sehr traurig für diese Leute ist. Und dementsprechend habe ich jetzt die Vorteile gelistet. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Ich glaube, man merkt auch schon, in welche Richtung meine Meinung geht, aber die werde ich ganz am Ende packen. Ihr seht auch unten wie immer die einzelnen Kategorien. Wenn ihr sagt, Nachteile kenne ich genug, springt zu meiner Meinung. Auch okay. Ansonsten hört euch jetzt die Nachteile an, die ich vorgetragen habe. Und zwar das Hauptproblem ist die Verwirrung. Wenn ich eine Karte nicht lesen kann und den Text nicht zu 100% im Kopf habe, kann es passieren, dass ich nachgucken muss. Was macht dieser Planeswalker? Muss ich die obersten 4 oder die obersten 5 Karten anschauen? Hä? Schwierig. Muss ich die englische Karte rausnehmen? Muss ich Englisch nachlesen? Oder die deutsche? Muss die deutsche nachlesen? Das kann zu Problemen führen in einem Spielfluss und das kann zu Augenrollen führen am Tisch. Egal, ob das am Kitchen Table ist, ob das in der Commander-Runde ist, ob das auf einem Legacy-Turnier ist. Die Leute können mit den Augen rollen und können halt wirklich sagen, ey, du musst doch deine Karte kennen. Oder dann kaufst du halt eben nicht auf Japanisch, Asiatisch oder Ähnliches, sondern kauf sie auf Deutsch oder Englisch. Genau dasselbe Problem sehe ich beim Kitchen Table, nämlich auch mit Anfängern. Sagen wir haben eine Karte, die eben etwas kaputt macht, eine Kreatur zerstört und einen Planeswalker. Und beim ersten Mal, wenn wir diese Karte spielen, die auf Japanisch ist, sagen wir tappen ein rotes und schwarzes und zerstören deine Kreatur. Bäm. Und der andere denkt sich, okay, dann legt er einen Planeswalker. Und kurz danach spielt ihr dieselbe japanische Karte, und sagt, oh, ich zerstöre einen Planeswalker, bam! Oder beim ersten Mal gefragt hat, was macht die Karte? Und ihr gesagt habt, zerstört eine Kreatur. Das kann zu Unmut führen, gerade bei neueren Spielern, die eben noch nicht wissen, wie das genau funktioniert, die noch kein tiefes Knowledge davon haben, dass eben Dreadborn eine Kreatur oder einen Planeswalker zerstört. Die Leute verschreckt ihr damit automatisch. Und auch Wordings oder Sachen, wenn sie selber mit diesen Karten spielen sollen, weil ihr könnt ihnen dann nicht einfach euer Deck geben und sagen, spiel mal mit meinem Deck, lern mal ein bisschen was von anderen Strategien. Weil sie werden Karten sehen und werden sie nicht lesen können. Sie werden auf keinen Fall irgendwas damit spielen können. Und das ist ein Problem. Gerade für Anfänger. Deshalb gerade für Anfänger empfehle ich deutsche Karten. Noch nicht mal englische Karten, sondern deutsche Karten. Weil ganz viele Anfänger, auch jüngere Spieler, eben auch Kinder oder Ähnliches, manchmal mit dem Englisch gar nicht klarkommen. Wenn sie dann natürlich Englisch in der Schule hatten, ist es ein prima Weg, den Englisch beizubringen und so weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber grundsätzlich würde ich halt niemals unleserliche Sprachen oder halt nicht Standardsprachen, die wir in Deutschland sprechen, wie zum Beispiel Deutsch und Englisch, einem Anfänger in die Hand drücken. Weil es kann eben passieren, dass er sie nicht lesen kann. Und genau dasselbe Problem habt ihr auch auf Turnieren. Wir waren ja in Bologna auf einem Grand Prix und auf diesem Grand Prix in Bologna habe ich natürlich auch Spieler getroffen, die eben nicht englische oder deutsche Karten gespielt haben.
Deutsche waren, glaube ich, auch gar keine Karten da. Aber da waren eben auch italienische Karten, französische Karten und ähnliches. Ich musste relativ oft den Judge rufen und musste fragen, was macht die Karte nochmal genau? Obwohl ich schon einen sehr großen Fundus an Karten habe. Aber um genau dasselbe Wording nochmal von Painter zu sehen, das ich brauche, um zu wissen, wann ich den countern kann und wann ich eben eine Karte auf einmal pitchen kann und wann nicht, dafür muss ich das Original-Wording kennen, dafür muss ich die Karte lesen können. Also, Hand, Judge, ich brauche den Errata, ich brauche den Oracle-Text, gib mir bitte die Informationen, die ich brauche. Das verzögert den Turnierablauf ganz immens und kann eben dazu führen, dass Karten eben nicht wirklich so gespielt werden, wie sie gespielt werden sollten oder wie es hier auf der Karte draufsteht. Wenn man eben zum Beispiel sagt, dann rufe ich den Judge eben nicht, ich weiß eh, was die Karte könnte. Wie die Karte ist unzerstörbar. Oh, das habe ich immer überlesen. Oder wer weiß von euch, dass ein Bloodhound Arcanist Trampel hat? Niemand, das kommt so gut wie nicht vor. Aber trotzdem ist es so, dass es auf der Karte draufsteht und das eben zu gewissen Problemen führen kann. Also sagen, okay, dann blocke ich mit meinem 1-1er und du sagst dann, ja, okay, become immense, Flashback, become immense. Und ihr denkt da, ja, dann habe ich halt trotzdem gelockt. Und dann, was willst du denn? Ja, der Trampel. Oh, dann hätte ich anders blocken können oder müssen. Es wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich die Karte genommen hätte und sie gelesen hätte. Konnte ich nicht. Abgesehen davon, dass aktuell Karten vom Gegner nehmen ein bisschen schwieriger ist, aber das hat sich hoffentlich irgendwann mal erledigt. Und genau diese Lesbarkeit, dieses Wissen über andere Karten ist auch ein Grund, warum mein Commander-Deck tatsächlich in Deutsch möglichst viele Karten hat. Ich versuche, jede Karte, die ich irgendwie in Deutsch finden kann, in Deutsch zu spielen. Deswegen suche ich auch immer noch einen Drachenfürstin Ojutai in Deutsch Foil. Aber ich versuche, die Karten in Deutsch einzusetzen, damit eben Leute meine Karten lesen können, die auch ein bisschen weiter weg sitzen. Damit ich nicht in einer 6-Mann-Runde meine Karte in einem anderen Zug erklären muss, während noch zwei andere Leute darüber reden, was für ein Auto sie sich gerade kaufen wollen, weil das passiert in Commander-Runden regelmäßig. Dementsprechend habe ich die lieber dann auf Deutsch, weil ich sagen kann, hier, lese einfach, ist egal was, du kannst die Karte auf Deutsch lesen. Ich habe jetzt nicht vor, in irgendwelchen italienischen oder polnischen oder Dänemark oder ähnliches über irgendwo Commander zu spielen. Das habe ich einfach nicht vor. Ich bleibe mit dem Commander-Deck in der Casual-Runde mit Leuten, die ich kenne und dann versuche ich möglichst deutsche Karten zu benutzen. Und das kann eben zum Nachteil sein. Wenn ich dann gerade Karten in einer Commander-Runde spiele, wo ich die Karten teilweise nicht sehe, nicht weiß, was das für Karten sind und ich dann noch quer über den Tisch brüllen muss, was das für eine Karte ist und dann ein Effekt vergessen wird oder eben ich mir die Karte gerade nehme und nachlesen möchte, was die Karte tut und ich sehe, ich habe immer noch keine Ahnung, was die Karte tut. Reading the card explains the card ist eine der wichtigsten Aspekte, die ich bei Magic sehe. Und das kann ich mit so Karten nicht. Und in der Commander-Runde kann das zu Problemen führen. Und der letzte große Nachteil, den ich sehe, ist der Resell Point. Es ist für uns aktuell nicht gerade schwierig, deutsche oder englische Karten über Plattformen wie Card Market, über eBay Kleinanzeigen, Facebook Market, wo auch immer, zu verkaufen. Weil eben jeder sie lesen kann. Habt ihr mal versucht, italienische oder französische Karten zu verkaufen? Abgesehen davon, dass die Preise davon immens schlechter sind. Die kauft so gut wie niemand. Warum auch? Es gibt ja nichts, wofür man sie aktiv spielen sollte, es sei denn, man kommt aus dieser Region oder ein paar der genannten Aspekte, warum man das tun sollte. Aber der Resell-Punkt ist halt ein großer Punkt, meiner Meinung nach. Wir als Magic-Spieler fluktuieren ja mit unseren Karten. Wir kaufen uns Booster, verkaufen die Karten, wir kaufen Karten, spielen mit denen, verkaufen sie dann wieder. Alles, um möglichst wenig Verlust zu machen mit unserem Hobby. Weil ansonsten würde unser Hobby, das wäre teuer. Ebenfalls ist es ein Nachteil, wenn ihr viel online unterwegs seid oder wenn ihr wirklich unterwegs seid in Foren oder ähnliches und Leute reden von einem FON oder einem FOV, also F-O-W. Jeder Legacy-Spieler weiß, sie reden von Force of Will oder Force of Negation oder BS ist Brainstorm. Wenn ich aber die ganze Zeit zum Beispiel nur die deutschen oder italienischen Namen im Kopf habe, dann ist das eine Willenskraft. Lustiger Name. Aber wenn ich irgendwo in einem Forum, selbst in deutschen Foren, hingehe und sage, ja übrigens, ich habe es damit Willenskraft gekontert, wissen 80% der Leute noch nicht mal, was Willenskraft tut. Wir sind in einer Content-gesteuerten Welt. Ich mache für euch YouTube-Content. Und selbst bei mir ist es so, ich sage Brainstorm, ich sage Force of Will. Die Karten benutze ich in Englisch. Ich rede da von den Karten in Englisch. Und jeder Legacy-Spieler all over the world wird sagen können, okay, Force of Will, Karte kenne ich. Spielt man so und so. Selbst wenn sie sie nie in Englisch gespielt haben, weil sie in ihrer eigenen Sprache spielen, trotzdem werden sie das wissen, dass diese Karte Force of Will heißt. Das ist so das kleine Gegenargument, dass man das eben weiß in der Content-gesteuerten Welt. Aber
Dennoch kann es passieren, dass bestimmte Karten ihr den englischen Namen nicht kennt, weil ihr sie nur auf Deutsch spielt oder Italienisch oder ähnliches und ihr deshalb einfach euch mit Leuten nicht richtig unterhalten könnt und ihr erstmal erklären müsst, was für eine Karte ihr überhaupt meint. Obwohl die Karte komplett bekannt für alles. Und ihr merkt schon, die Nachteile überwiegen für mich ein bisschen. Also die Nachteile, eine Foreign-Karte zu benutzen, eine Foreign-Language-Card. Und deshalb komme ich zu meiner Meinung. Meine Meinung ist, spielt das nicht. Spielt am besten noch nicht mal deutsche Karten in eurem Turnierdeck. Weil es kann ja sein, dass ihr mal auf einen Grand Prix, Entschuldigung, Magic Fest, nach Utrecht fahrt. In Utrecht sind unglaublich viele deutsche Spieler. Aber da kommen auch andere Leute hin. Da kommen Leute aus Belgien hin. Da kommen Leute aus Holland hin und ähnliches. Die können kein Deutsch. Wenn ihr mit euren deutschen Karten da sitzt, ist das nichts anderes wie ein Franzose, der vor euch sitzt mit seinen französischen Karten. Deshalb, wenn ihr ein Turnierdeck habt, wenn ihr vorhabt, mal irgendwo anders hinzufahren, spielt es bitte, bitte, bitte auf Englisch. Aus Respekt eurem Gegner gegenüber, aus Respekt dem Turnier gegenüber, aus Respekt vor allem den Judges gegenüber, weil ihr spart denen damit Arbeit. Die Leute können die Karte einfach selber lesen. Natürlich wird es dann immer noch Sachen geben, wo du dann mitten in der Valla Pampa sitzt mit irgendeiner Sprache, die keiner spricht, also außer dein Gegner zum Beispiel, der dann sich hinsetzt und sagt, oh, nur Englisch, nur Englisch, nur Englisch. Und du denkst dann, ja okay, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber dann habt ihr wenigstens euer Bestes gegeben. Wenn ihr euch hinsetzt und sagt, German only, German only, German only, oder nur Deutsch, das ist dasselbe, wie wenn sich ein Franzose euch gegenübersetzt und sagt, oh, François, ich kann kein Französisch, um euch zu sagen, ich spreche nur Französisch. Aber das würdet ihr auch als unfreundlich irgendwo wahrnehmen. Und das müsst ihr dann bei anderen Leuten eben auch sehen, meiner Meinung nach. Ich versuche mein Legacy-Deck und generell meine Turnierdecks, wo ich weiß, damit kann ich auch mal woanders hinfahren, immer in Englisch zu halten. Mal abgesehen davon, dass es manche Decks gibt, die eben es nicht noch nicht mal schaffen, in komplett Deutsch zu sein. Ihr könnt kein komplett deutsches Death in Texas bauen. Weil so ein Sankt Nupriat gibt es nicht auf Deutsch. Mal von Caracas ganz abgesehen. Und wie ist das dann mit meinem Casual-Deck, meinem Commander-Deck, wo ich genau weiß, damit werde ich nie auf den Grand Prix fahren. Damit das Deck wird Deutschland nie verlassen. Das, bevor ich damit irgendwie, keine Ahnung, ins Ausland ziehe und das Deck mitnehme, lasse ich das Deck irgendwo vergraben in Deutschland zurück. Mach dann eine Schatzkarte auf und sag, wer es findet, darf es behalten. So oder so ist es halt so, dass dieses Deck einen anderen Ansatz hat. Das versucht möglichst in der deutschen Community möglichst die meisten Leute zu erreichen, damit möglichst viele Leute das Deck lesen können. Mein Ujutai-Deck ist nicht gerade das schwächste Deck. Das Deck-Tag habe ich auch schon hochgeladen. Da haben sich auch ein paar Leute gesagt, uff, das ist aber schon so Richtung 8 bis 9, wo ich denke, nee, eigentlich nicht. Aber ja, kann ich sehen, es kann am CDH-Tisch mithalten. Es kann aber auch am Casual-Tisch ohne Probleme einfach untergehen, weil einfach nichts kommt. Das ist genauso passiert. Wichtig dabei ist aber, dass die Leute sehen, was passiert und dass sie es lesen können. Deshalb bin ich der Meinung, dass Commander-Decks Deutsch gehören. Zumindest solange man eben nicht auf Grand Prix fahren möchte damit. Weil so ein Command-Corner, wie das Ding heißt, gibt es ja immer noch. Magic Fest, ich weiß. Und bei Turnier-Decks bleibt bei Englisch. Das ist meine Meinung. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt. Es gibt bestimmt genug Leute, die sagen, ich mag meine deutschen Karten. Ich werde auch mitten in Amerika, in Texas, mit meinen deutschen Karten sitzen. Wobei, da würde man wahrscheinlich sogar noch Leute finden, die das cool finden. Weil ich weiß zum Beispiel, das, was wir mit japanischen Karten machen, dieses Pimpen, machen die Amis mit deutschen Karten. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass eben dann gesagt wird, das ist mein Deck, das ist meine Persönlichkeit, dass ich das deutsch machen möchte. Und deshalb spiele ich das weiter in Deutsch. Ist mir egal, was Blacky sagt. Vollkommen okay. Ich wollte euch nur meine Meinung mal preisgeben. Vielleicht schaffe ich es ja, den einen oder anderen zum Umdenken zu bewegen oder habe jemandem nochmal ein paar Argumente gegeben, falls er in seine Spielegruppe unbedingt erklären möchte, warum er englische Karten benutzt, weil sie einfach besser sind. Zumindest für Turnierspieler wie mich. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt an Meinung oder ähnliches, schreibt die in die Kommentare. Bitte, bitte seid nett. Bitte, bitte seid lieb zueinander. Es ist ein sehr kontroverses Thema, wie ich die immer in Blacky erklärt mache und dementsprechend ja, seid lieb, seid nett. Ich habe keine Lust, da zu moderieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Neuer Blacksate. Ciao, ciao.